That's the outfit, by the way. Yes, for sure. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Übrigens, Leute, ich bin gerade in Berlin, aber es ist mein letzter Tag. Ich war jetzt hier anderthalb Wochen und ich war gar nicht im Mut, irgendwas aufzunehmen. Deswegen dachte ich so, letzter Tag, ich packe mal kurz die Kamera aus. Ich besuche hier meine Schwester. Da werde ich jetzt auch hinlaufen. Dann seht ihr die auch nochmal auf meinem Kanal. Und was steht heute an? Eigentlich absolut gar nichts. Let's see. Let's see, let's go. Okay. Nice! Ich habe, by the way, nur die Frisur, weil meine Haare so fertig sind. Bye! Scheiße, wieso sag ich sowas? Ich brauche auf jeden Fall meine AirPods. Das ist das Wichtigste. Weißt du sonst noch was? Ein Schal, maybe. That's the outfit, by the way. Ich sehe so wasted aus. Gibt's euch mal die Schuhe? Also, Leute, das Ding ist halt, ich hatte halt nur geplant, so maximal 5 Tage hier zu bleiben und dachte mir so, yo, ein paar Schuhe reicht. Jetzt bin ich hier schon seit über anderthalb Wochen und meine Schuhe sehen aus wie ein Stück Scheiße. Leute, hier gab es auch Schnee und Regen und ich weiß nicht was, meine Schuhe sehen auch genau danach aus. Gebt euch mal, wie wasted diese Schuhe aussehen. Sieht man das? Egal, auf jeden Fall sind die komplett im Arsch. Ich habe auch ehrlich gesagt nur eine Jeans eingepackt. Leute, jetzt soll ich sagen, ich dachte so, ja, minimalistisch, so für die paar Tage reicht. Jetzt habe ich irgendwie einen Scheiß und ich sehe irgendwie jeden Tag gleich aus. Ich brauche auf jeden Fall noch meinen Schal. Ugh. Nice. Sexy. Ich gehe jetzt erstmal los zu meiner Schwester, weil die wartet sonst und dann wird die pissig. Und wir wollen das alle nicht. Ihr kennt ja so geschwistermäßig, ne? Vor allem die großen Geschwister. Struggle. Nein, aber okay, ich bin wahrscheinlich manchmal schlimmer als sie, aber ja, was soll man machen, ne? Aber ich hab dich lieb. Love you. Falls du das siehst, siehst du eh nicht meine Videos. Let's go. Ew, was war das denn? Bleh. Ey, das Licht ist so scheiße. So, Leute, ich bin jetzt hier angekommen bei meiner Schwester. Was machen wir heute? Ich gehe jetzt frühstücken. Echt? Wir gehen frühstücken? Ich habe schon gefrühstückt. So, hey, wann zu Juicery? Hey, ich dachte, das machen wir heute Mittag eher so chillig. Hey, heute Mittag ist es 12. Oh. Ja, wir können auch frühstücken gehen. Das ist mein Outfit of the Day. Leider muss ich gleich noch eine... By the way, she's a model. If you don't know. Ja, wir müssen das nochmal kurz sagen. Ich wollte kurz sagen, was ich anhabe. Ja, mach jetzt. Hau rein. Also. She's doing a little catwalk for us. Das sind die Schuhe. Die habe ich zugeschickt bekommen. Boah, ich schweife aber auch den Pullover. Ah, den hier. Ja, das ist der Pulli. Den habe ich geschenkt gekriegt, als ich Sardin und Bertel gelaufen bin. Okay, that's a weird flex. We are vibing the look. Ich muss auf Klo. Ja, okay, so wie immer. So, Leute, mein Look, basic as always. Hauptsache, man sieht absolut nichts. Ich liebe das. Das sind meine Schuhe. Warte, ich zeig dir kurz meine Schuhe. Guck mal, wie ekelhaft die aussehen jetzt. Ja. Ja, die haben halt Schnee und alles schon durch, aber egal. Leute, wie cute. Warte, ich muss euch kurz zeigen. Wie cute ist die Ecke hier? I think this is really, really cute, you know? Das ist schon cute. Also, I like. Hier kannst du mir das Armband zu machen. Girl, look. Das sieht so geil aus, hinter mir das. Sorry, aber das sieht heftig aus. Ah, by the way, Leute. Juicery. Geht vorbei, wenn ihr in Berlin seid. Ist hier eine Sonne, ey. Sag mal, passt sich das auch noch irgendwie an? Ja. Sag mal. Ich jetzt in die Sonne rein. Hey, Leute. Oh, das ist kacke. Boah, voll in die Sonne reingeguckt. Oh, jetzt sehe ich nichts mehr. Oh. Oh Gott. Okay. Hey Leute,
Ja, ich weiß, ich bin nicht mehr in Berlin. Ich habe vergessen, weiter zu vloggen. Ich bin einfach lost. Ich bin einfach lost in meinem Leben. Aber was ich jetzt machen wollte, ist, ich wollte euch immer ein paar meiner Standard-Lieblingsfrisuren zeigen mit meinen Gestrüpp auf dem Kopf. Achso, Leute, genau. Morgen ist Mittwoch. Und das bedeutet, dass ich morgen meine ersten beiden Tattoos bekomme. Also, ich lasse mir zwei Tattoos stechen. Ganz klein, ganz unspektakulär. Ist jetzt nicht so crazy, ist jetzt nicht so ich lasse mir kein Gesicht oder so tätowieren auf meinen Arsch oder so, deswegen ist das eigentlich relativ langweilig. Aber ich werde sie euch auf jeden Fall sowieso dann zeigen. Und ja, jetzt würde ich sagen, ich zeige euch jetzt mal ein paar von meinen Lieblingsfrisuren. I hope the lightning is not so bad. Doch, the lighting is scheiße. I don't hate you, I just gotta learn to. Ja, ich find's toll. Okay, Leute, nicht wundern, wir stehen hier gerade in meinem Kleiderschrank. That's my Kleiderschrank. Egal. Maybe. Aber wo stellen wir euch drauf? Jo, Leute, passt das so für euch? Let's start. Also wie gesagt, ich habe unter meine Haare, meine Naturhaare, die sind wuschig. Nichts ganz nichts halbes. Und dann mache ich meistens immer so hier so die Hälfte, nehme ich mir. Und dann habe ich mir ein Haargummi. Mach einfach so ein random Dutt. Alles klar. Und dann lockere ich das so auf. Und das ist dann die erste Frisur. Also das ist basic. Sieht klassisch eigentlich sonst wahrscheinlich maybe besser aus. Keine Ahnung, ich habe hier gerade keinen Spiegel. Erst so. That's the first one. Okay, machen wir das nächste. Ich mag eigentlich meine welligen Haare gar nicht. Aber wenn es um Dutz geht, sind die richtig geil. Und zwar, dann macht ihr einfach nur so. Tada! Also Dutz mit welligen, locking Haaren ist immer mega easy, mega schnell, finde ich. Und jetzt Dude. Next one, oder? Der next one ist einfach nur, das mache ich auch voll oft, einfach nur so. Dann machen wir so. Rausziehen, Bums, rausziehen, Bums, auflockern. Tada. That's the next look. Und das sieht aus. Leute, ich mag es einfach, ich mag die Frisuren, wenn die so ein bisschen aussehen, dann hättet ihr gerade so einen Mittagsschlaf gehalten. Wisst ihr, was ich meine? Einfach so. Okay. Okay, Leute, das waren meine Basic Hairstyles. Nichts Neues, gar nichts Neues. Aber egal, ich wollte es euch trotzdem zeigen. Leute, das Wetter ist, by the way, mega schön. Guckt euch das Wetter an. Wow. Das war's. Ich kann schon wieder runtertorkeln. Achso, Leute, falls ihr mal Mails in meinem Kleiderschrank sehen wollt, tell me in the comments. Okay. Also, ich bin so eine Nervensäge. Hey, Leute. Wir haben jetzt schon den nächsten Tag und ich war beim Tätowierer. Es sind jetzt letztendlich zwei Tattoos geworden. Das eine hatte ich mir vor einer Woche ungefähr überlegt und das andere war jetzt wirklich spontan. Ihr habt es schon gesehen. Und das andere war wirklich sehr, sehr, sehr spontan. Und das erste Tattoo, was ich euch zeige, ist das hier. Und zwar steht da einmal Calm Down. Ich habe mich für dieses Tattoo entschieden, weil ich bin halt immer so, in mir drin ist immer so ein riesen fettes Chaos und ich bin immer gerade vor so neuen Dingen immer super, super aufgeregt. Ich habe richtige Magenprobleme deswegen, vor Prüfungen. Ich bin einfach, bei mir ist immer so ein, keine Ahnung, es ist immer so ein Durcheinander bei mir. Und oftmals würde ich so sagen, Alter Fabian, komm runter, chill, alles gut, relax. Und deswegen dieses Tattoo, um mich da einfach immer dran zu erinnern, dass ich da hinschauen kann und sage so, ja, alles gut, alles wird gut. Komm runter, mach dir nicht so einen Stress. Leute, ich bin so in love. Und jetzt mein anderes Tattoo, was mir noch viel mehr bedeutet. Und zwar ist es an meinen Rippen. Und falls ihr nicht wisst, wer oder was Coco ist mein Hund. Und ich liebe meinen Hund über alles. Und die ist für mich einfach wie so ein Familienmitglied. Und deswegen musste ich mir das Tattoo stechen lassen. Und ich liebe die Stelle und es ist immer am Herzen und I love it. Zu den Schmerzen, Leute, es hat null wehgetan. Null. Ich fand es sogar angenehm, was jetzt wahrscheinlich ein bisschen dumm klingt, aber ich fand es echt angenehm. Keine Ahnung, ich bin auch wirklich nicht schmerzempfindlich, deswegen weiß ich nicht, wie es bei euch sein würde. I don't know. Und ja, mega nice, ich bin so happy. Hier, ne, das Tattoo war so unnormal spontan. Also eigentlich hätte ich mir ein Tattoo hier hinstechen lassen wollen. Aber der Tätowierer meinte halt so, yo,
das wird halt nach ein paar Jahren nicht mehr nice aussehen. Es wird dann irgendwie so richtig kacke aussehen. Und ich war so, okay, ich vertraue dir, weil er kennt sich aus. Und habe es dann gelassen. Und dann dachte ich mir so, yo, ob ich habe jetzt Bock auf noch ein Tattoo, weil da hatte ich schon das hier an meinen Rippen. Und ich so, yo, ob ich habe jetzt Bock noch eins stechen zu lassen, weil es einfach geil war. Und dann haben wir so überlegt, so, yo, vielleicht hier so an das Handgelenk. Oder vielleicht irgendwie hier, I don't know, wir hätten überlegt und ich so, yo, wie wäre es vielleicht hier so, ne? Und er so, ja, why not, ne? Worauf hast du Bock? Und ich so, habe ich so ein bisschen überlegt und kann man auf Calm Down, weil das einfach zu mir passt. I'm so fucking happy, ich habe Tattoos, Das Wetter hier ist bombastisch, aber dieser Vlog hier absolut keinen Sinn hat und das einfach nur so ein Zusammenschnitt aus mehreren Tagen wird, der einfach komplett, das einfach weird ist, dachte ich so, yo, mache wenigstens ein bisschen was Sinnvolles und ich beantworte noch ein paar von euren Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Also, falls ihr mein Instagram noch nicht abgecheckt habt, guckt mal unten in die Beschreibung oder schaut mal hier kurz, keine Ahnung. Okay. Eine der meistgestellten Fragen ist immer, wie viel wiegst du? Achtest du auf deine Ernährung? Machst du viel Sport? Blablabla. Leute, to be honest, at the moment, ich mache weder Sport, noch achte ich besonders auf meine Ernährung. Und mein Körper ist auch not the best thing at the moment. Also es könnte besser sein, ja, es könnte wirklich besser sein. Gerade meine Beine, ich könnte mal ein bisschen mehr trainieren. Summer body is not incoming. Aber Leute, das ist nicht so schlimm. Stresst euch nicht. So, no. Dann noch eine richtig, also wirklich eine häufig gestellte Frage ist, studierst du, was arbeitest, bla bla bla. Und Leute, at the moment, ich habe meine Fachhochschulreife letztes Jahr gemacht und, also 2020 gemacht und jetzt gerade mache ich hauptberuflich Social Media. Ja. Genau, das Ding ist aber, Leute, was auch viele noch gefragt haben, wo lebst du alleine? Also ich lebe bei meiner Mom und deswegen kann ich mir das sozusagen leisten, davon zu leben. Ich glaube, wenn ich wirklich noch alleine leben müsste, wäre das schon schwierig mit den Kosten, aber deswegen kann ich mir jetzt gerade so leisten. You know, das ist wirklich nice. Bin ich auch sehr, sehr dankbar meiner Mom. Dann hat noch jemand gefragt, so, yo, was ist eigentlich mit deinem Vater? Und da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, weil mein Vater ist einfach kein Teil von meinem Leben. Schon, also war er nie, deswegen habe ich ihn noch nie kennengelernt, deswegen nothing special. Ich habe so kein emotionales Thema bei mir, deswegen ist es auch nicht schlimm, wie ihr sowas fragt. Dann jetzt noch so ein paar Basic-Fragen, weil dann lernt ihr mich vielleicht ein bisschen besser kennen. Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 20.10. Geburtstag, 2001er Jahrgang. Wie groß ich bin? Ich bin 1,80 Meter. Ob ich Geschwister habe? Ich habe meine große Schwester, die hat die eigentlich schon in dem Vlog hier heute gesehen. Hast du einen Freund? Nope. Hast du jemanden im Auge? Nope. Läuft gerade mit jemandem was? I don't know. Nein. deswegen wirklich lame. Ich bin einfach lame, okay? Können wir es stehen lassen? Ich glaube schon. Wir haben keine Pandemie, Leute. Wo soll ich jetzt gerade jemanden finden? Wie hast du so reine Haut bekommen? Leute, meine Haut ist alles andere, aber noch nicht rein. Also das ist Schminke, Leute. Schminke. Ist Schminke und meine Haut ist weit weg vom Perfekt. Also lasst euch davon nicht triggern. It's not perfect. Ja, wenn ihr mich im Real Life seht, dann ist es nicht perfekt, okay? Ach ja, jetzt noch eine Frage, die so häufig gestellt wird. Ich weiß nicht warum. Und zwar, was war's mit deinen Augenbrauen? Sind deine Augenbrauen echt? Wie schminkst du die? Bla, wie? Alles meine Augenbrauen. Leute, meine Augenbrauen sind auf jeden Fall real. Ich habe von Natur aus aber sehr buschige Augenbrauen, dunkle Augenbrauen. Das hatte ich schon immer. Ich muss sie auch echt regelmäßig zupfen, weil sonst wachsen mir ins Augenlid runter. Das ist auch nicht mehr so schön. Trotzdem fülle ich die natürlich aus und ich style die und alles mögliche. Und falls ihr da irgendwie Interesse dran habt, dann schreibt es in die Kommentare. Drehe ich sehr gerne für euch ab oder generell so ein Get Ready With Me oder so. Ich weiß nicht, warum ich heute so aufgedreht bin, aber egal. Seit wann bist du auf Instagram aktiv? Ich habe in 2017 angefangen, weil meine Schwester dort mit GNTM war und dann wollte ich sozusagen so supporten und weißt du, und dann war es plötzlich so, und dann habe ich plötzlich mehr Gefallen dran gefunden und dann habe ich angefangen, 2017.
Okay, Leute, ich glaube, das waren so ein paar Fragen. Ich glaube, falls ihr noch mehr Fragen habt, stellt die in die Kommentare. Und sonst war es jetzt auch kurz mit dieser kleinen Q&A-Runde. So, Leute, ich habe auch überlegt, ob ich mir eventuell das neue Schnittprogramm zulege, weil ich benutze ja gerade iMovie. iMovie ist trash, ist wirklich trash. Ich muss jede Kacke selber reinbearbeiten, die ich möchte, weil das einfach Kacke ist. Und ich gucke jetzt, ob ich mir vielleicht heute Final Cut Pro bearbeite. Hole, kaufe, whatever. Ist halt ein bisschen teurer, aber ich meine, das ist halt schon geil, ne? Maybe das Video ist auch schon damit geschnitten, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob ich es mir überhaupt kaufe. Wie weit seid ihr schon? Wo ist Babsi? Oh, sieht so schön aus. Oh, wow. Oh, wow. Sieht toll aus. Ja, mein Gott. Oh, shit. Girl, you left some of your hair. Okay, Leute, by the way, ich habe mir ein Wimpernserum bestellt. Unbezahlte Werbung, also ich habe erst selber gekauft, weil ich es bei so vielen gesehen hatte und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und ja, let's see, Leute, das hat 30 Euro gekostet. Ich finde 30 Euro für so ein scheiß Serum so viel, aber ich wollte es einfach ausprobieren. Und ja, falls euch das irgendwie interessiert, werde ich euch da irgendwie updaten. Mal sehen. Hi! Hi! Wie geht's? Na? Na? Ganz gut. Warum rufst du an? Ach so? Ich dachte schon, so, was ist jetzt los? Okay, Leute, das war's jetzt auch schon mit dem Vlog. Ich weiß, es war irgendwie so richtig weird und es war richtig durcheinander. Ich hoffe trotzdem, es hat euch irgendwie gefallen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ihr mich gerne öfter sehen wollt. I don't know. Bis zum nächsten Mal. Ganz viele Küsse raus. Tschüss. Tschüss. Bye. Okay. Oh Gott, was für ein Halsmaul.